Die Schlagerwelt ist in großer Trauer. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Hannelore Kramm, die Frau von Schlagerlegende Heino, gestorben ist. Sie wurde 81 Jahre alt. Nicht nur die Fans sind geschockt, auch viele Schlagerstars sind über Hannelores Tod betrübt. Unter ihnen ist auch Florian Silbereisen. "Ich bin sehr, sehr traurig", schreibt Florian Silbereisen auf Instagram. Hannelore war für uns alle ein bisschen wie eine Mutter. Sie hat sich stets um alle gekümmert. Sichtlich betroffen nimmt der Schlagermoderator Abschied von Hannelore und erinnert sich an die schönen Zeiten mit ihr. "Es war nie langweilig mit ihr. Sie hatte immer die verrücktesten Ideen. Nun wird es im Himmel ein bisschen lustiger werden." Zu den emotionalen Worten postet Florian Silbereisen ein Foto, das ihn und Hannelore bei einer Schlagershow zeigt. Besonders schön ist dabei das herzliche Lachen von Hannelore, mit dem sie allen Fans in Erinnerung bleiben wird.